Blutiges Happy End. Der Kirschbaum steht im Garten und ich stehe daneben. Ich schaue ihn an und denke mir, der wird mich überleben. Ich kann es wohl nicht ändern, ich kann mich noch so mühen. Wenn ich mal über den Jordan gehe, dann wird er weiter blühen. Wird jeden Tag genießen, als wär ich nie gewesen. Wird Früchte tragen, Jahr für Jahr, und ich werd verwesen. Das ist doch nicht gerecht. Ich gehe kurz ins Haus, dort denke ich lange drüber nach, dann komme ich wieder raus. Ich lächle, während ich die letzte Kirsche pflücke. Dann zücke ich die dicke Axt und haue ihn in Stücke. Ich schlage wie im Wahn nur immer auf ihn ein und den finalen Todesschlag hau ich mir selbst ins Bein. Die Axt gleitet heraus. Die Unterschenkelknochen sehen irgendwie zersplittert aus. Ich glaub, die sind gebrochen. Die Wade ist eröffnet. Das ist nicht angenehm. Doch ihren großen Muskel hab ich so noch nie gesehen. So makellos und prächtig, nur von der Axt ein Schaft. Und daraus strömt das Blut so rot wie Kirschensaft. Auf Rot reimt sich der Tod. Der wird mich gleich ereilen, solange aber werde ich noch hier im Holz verweilen. Es riecht so frisch geschlagen, und aus ihm quillt das Harz, und aus mir quillt mein Fleisch und Blut, vor Augen wird mir schwarz. Ich rufe noch schnell, Hilfe, doch will mich keiner hören, und ich will jetzt zur Mittagszeit doch lieber keinen stören. Der Baum wirkt angeschlagen, doch wird er wieder sprießen. Ich bin verdammt, ihn noch mit meinem Lebenssaft zu gießen. Ich liege zwischen Ästen in meinem letzten Bette. Die Sonne sticht, der Baum und ich, wir bluten um die Wette. Besuch von einer Mücke in meiner letzten Stunde. Sie hält den Rüssel in mein Bein und trinkt aus meiner Wunde. Ich hau ihr eine runter, sie lächelt arrogant, da spür ich plötzlich Harz, es tropft genau in meine Hand. Da hab ich die Idee, wie ich es doch hinkriege, dass ich den Baum noch überlebe, unter dem ich liege. Das vollgesogene Tier, ich pack's am Hinterbein, dann drücke ich die Mücke in das frische Harz hinein. Das Harz, es wird erhärten, da bin ich guten Mutes, und konserviert auf ewig dann den Tropfen meines Blutes. Es wird dann jemand finden, in 100.000 Jahren. Bis dahin hat die Wissenschaft schon lange ein Verfahren, aus Erbinformationen von meiner DNA ein Menschenkind zu klonen, und dann bin ich wieder da. Mir ist ganz warm, als ich beginne zu entschweben. Dem Kirschbaum sag ich, und ich werde dich doch noch überleben. Das glaube ich nicht, du Wicht. Das Harz wird niemand finden. Da finden sie das Bernsteinzimmer, eher diese Blinden. Seit wann kannst du denn sprechen? Na, schon die ganze Zeit. Und warum sprichst du dann erst jetzt? Ich war noch nicht bereit. Hast mich fast totgeschlagen, damit ich vor dir sterbe. Du wolltest mich vernichten, nur weil ich wohl älter werde. Entschuldigung. Ja, ja, das kannst du dir jetzt schenken. Wie gut, dass ich die Axt vermochte, in dein Bein zu lenken. Das warst du? Natürlich. Ich musste mich doch schützen. War gar nicht meine Absicht, dir das Bein so aufzuschlitzen. Verdammte Axt. Ja, ja. Oh, bitte, mon chéri. Was willst du? Bitte hilf mir doch. Hilf mir irgendwie. Es gab ja eine Chance, deinen Abschied zu vertagen. Doch wie das geht, das sollte dir, nun ja, die Mücke sagen. Die Mücke? Ja, die Mücke. Oh Gott, es tut mir leid. Ja, es ist jetzt wohl zu spät. Das ist nicht. Ich Those who don't move can feel a change. It's like getting wet and out the rain. We always find something cover up our shame and still get someone to blame for it.
thing, and it's the same case for anyone. Well, at least choose.